Hi, wegen ein paar Zuschauerkommentaren hatte ich auf jeden Fall in letzter Zeit irgendwie die Motivation verloren, Altbau-Vlogs zu machen und so. Jetzt aber 2, 3 Nächte drüber geschlafen und denke mir nur so, ach ja, scheißegal. Das Ding ist auf jeden Fall, ich fahre gleich dahin, auch wenn es jetzt schon dunkel ist. Aber ein paar Sachen wurden geholt noch von mir jetzt an der Stelle. Das Ding ist nämlich, ich habe gehört, dass die jetzt da eine Erdleitung gezogen haben. 5x2,5 Quadrat von Keller zur Garage, weil wegen Drehstromdose und so weiter. Der hatte ja nur 3x2,5 da liegen. Auf jeden Fall kleine Unterverteilung, zweireihig, diverse Leitungsschutzschalter wieder. Koffer muss ich einräumen. Dann ganze Schaltermaterialien. Das Ding ist, der hat ja die Schalter und Steckdosen AS, also Modell AS von Jung unten. Und oben hat er für Schalter AS für Steckdosen CD und der hat nur einfach RAM gekauft irgendwie. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich fahr los, ich hole das Ganze, hab die Zweifachrahmen, hab die Dreifachrahmen, hab die Vierfachrahmen, AS, CD, Steckdosen CD, Wippen CD, die er noch benötigt. Ah ne, die waren für einen anderen Kunden. CD-Wippen braucht er gar nicht. Aber ich habe hier AS-Wippen und den Rest, den seht ihr dann, hab hier noch ein paar Schalter. Und AHS-Wippen hatte der eigentlich komplett viele. Aber auf jeden Fall habe ich hier das ganze Zeug. Das wird auf jeden Fall passen, denke ich mal. Jetzt schmeiße ich hier noch die ganzen Sachen rein. Und dann fahre ich zu ihm. Ja, auch wenn es dunkel ist. Trotzdem hat er ja Licht bei sich zu Hause. Deswegen können wir uns so rangucken, was bei ihm an der Stelle quasi alles passiert ist. Und dann fahren wir einfach mal los und gucken uns die ganze Geschichte an. Hier irgendwie, wir haben irgendwie so einen Laden. Coca-Cola Tic-Tac, irgendwie haben wir so einen Laden. Da gibt's urkomisches Zeug. So, ich bin auf jeden Fall schon dabei, die ganzen Sachen hier hinzuräumen, die er benötigt. So wie es aussieht, haben wir auf jeden Fall sturmfreie Bude, alles dunkel. Aber das Ding ist, ich habe ja von ihm Schlüssel bekommen, mit dem können wir jetzt auf jeden Fall an der Stelle einmal die Tür aufschließen und dann auch das Licht anmachen. Können wir erstmal so gucken, was alles passiert ist. So, Tür ist auf. Dann wäre hier Beleuchtung Eingangsbereich, aber nur Außenbeleuchtung geht, weil hier noch keine Spots sind. Die Decke ist immer noch nicht fertig. Da scheint das Licht noch von den Laternen durchs Fenster. Das Ding ist hier Hauptbeleuchtung, genau, und hier LED-Stripes, aber die brauchen wir gerade nicht. Ah, das ist auch Eingangsbereich. So, schauen wir mal, wie es hier aussieht an der Stelle. Das Ding ist bei der Küche, sehe ich gerade, haben sie den Schalter hier ausgebaut und da ist abgebrochen, deswegen muss das wahrscheinlich noch verspachtelt werden. Saft müsste aber drauf sein. Das Ding ist, der hat hier auch eine neue Lampe an der Stelle bekommen. So, Licht geht auf jeden Fall an. Wir können uns auf jeden Fall angucken. Das Ding ist, er wollte die nicht dort haben, aber durch die Decke war auch keine Möglichkeit, die Leitung dahin zu führen, weil da Balken sind und so weiter. Die Decke wollte er nicht abnehmen, also nicht noch eine Decke. Deswegen hier auf jeden Fall so mit Kabelkanal gelöst. An der Stelle natürlich durchgebohrt, geht nicht anders. Aber dementsprechend darauf geachtet, mit der NIM-Leitung noch da reinzugehen. Ich hoffe, man kann das an der Stelle ein Stück weit erkennen. Genau, Homeoffice ist er hier auf jeden Fall am Machen. Hier ist noch AS, Steckdosenblende und der Rahmen, der dann im Endeffekt wieder hier dran kommt, wenn das hier ausgebessert wurde. Ja, Kontrollschalter, hier ist eigentlich soweit alles fertig. Dreifachrahmen hatte ich ja dahin gemacht. WLAN funktioniert, TAE ist auch drin. Hier kann ich gleich auf jeden Fall einmal die Abdeckung und so weiter drauf machen. Klingel ist auch da. Können wir ja noch mal kurz prüfen, ob die funktioniert, wo man schon mal hier ist. Ob da auch alles richtig noch funktioniert. Genau, das läuft. So, Badezimmer, wie sieht es denn hier aus? Zack, Hauptbeleuchtung funktioniert. Ja, das haben wir schon alles gesehen. Hier die Fliesen müssen auf jeden Fall immer noch sauber gemacht werden. Ja, und sonst ist es halt so vom Eindruck her.
Toilette schon am Start. Wird doch bestimmt funktionieren. Heyo. Das hier ist noch nicht ausgebessert worden, was auch immer hier hinkommt, ob die Fliesen nochmal neu gemacht werden, wer weiß. Hier vom letzten Video auf knapp, aber hat noch gepasst, glücklicherweise. Genau hier so die Übergänge. Naja, und Waschbecken, weiß ich gar nicht, wie der anzumachen ist. Die Sachen will ich jetzt auch nicht waschen, aber ist ja egal. Ah, hier muss man drehen. Und dann geht das an. Andere Sache. Küche hatten wir gesehen. Oh, hier die Leisten. Hat er zugesägt für die Treppe. Und alle angebracht. Da kann man ja hier oben auch das Licht einmal einschalten. Siehst du? Oben, das geht auch auf jeden Fall. Aber lass uns erstmal noch mal unten ein bisschen gucken. Hier haben wir Wohnzimmer. Da kann ich die Abdeckung von der Steckdose, die ich besorgt habe, noch drauf machen. Hier hat er auch schon weitergemacht mit den Leisten. Und hier auch die Eckstücke hingemacht. Hier kann Abdeckung drauf gemacht werden. Das hier kann abgezogen werden. Und da mache ich dann auch die Abdeckung entsprechend drauf. Gut, dass er alles abgeklebt hat. Ja, die ganzen Leisten. Hier muss er noch weitermachen. Hier ist auch noch nicht ganz fertig. Da hinten Vierersteckdose. Werde ich auch dann machen. Türen sind eingebaut, sieht man. Aber noch keine Klinken dran. Aber irgendwo muss er provisorische haben. Genau hier beispielsweise. Damit man das trotzdem an der Stelle mit der alten Klinke noch auf und zu machen kann. Keller können wir auch einmal runtergehen. Genau, das habt ihr auch gesehen. Na, viele waren unzufrieden, wie das hier mit der Leitungsführung und so weiter gemacht wurde. Aber ist eben jetzt so. Ich muss selber jetzt ein Bild verschaffen, um hier den Leitungsschutzschalter hochzumachen. Genau, da habe ich den. Und hier liegen noch Böden. Hier liegt noch Vargo-Zeug, Kabelbinder. Die Erdleitung, hier haben sie sie durchgemacht. Hier haben wir einmal das Loch. Geht dann zur Garage unter der Erde, hat ein paar Steine auf jeden Fall runtergenommen. Und das hier muss dann alles noch an der Decke oben verlegt werden mit Installationsrohren. Durchbruch gemacht werden und dann geht es hier weiter. Aber eigentlich, wenn wir jetzt hier Strom drauf haben, da die Lampe zum Beispiel, soweit wie das angeknüpft ist, genau, funktioniert auch im Keller mit den alten Leitungen jetzt in dem Fall, die beibehalten wurden. Wurde ja schon in der Abzweigdose weitestgehend verklemmt, aber ich mache hier mal das Licht wieder aus. Aber jetzt habe ich noch was anderes ausgemacht. Okay, so. So, und jetzt gehen wir nach oben. Hier sehen wir auf jeden Fall auch die Leisten, die angebracht wurden. Hier auch solche kleinen Stücke. Hier noch nicht drauf, aber da hat er schon diese Stücke hingemacht, womit es dann im Endeffekt aufgesteckt werden kann. Böden sind alle verlegt und die Leisten sind auch ab und an da. Hier diese Leisten. Ach, ich mache mal überall das Licht an. Hier ist schon fertig mit der S500 und hier beispielsweise auch CD, die Steckdose. Hier sind nur die Blenden drauf, weil er keinen Dreifachrahmen hatte, das habe ich jetzt besorgt. Da an der Stelle auch nochmal ein Dreifachrahmen und die Steckdosenblenden. So, hier ist auch tatsächlich beides drauf in der S500. Hier kommen noch zwei CD. Hier hat die meine gefehlt, aber die Steckdosen sind schon eingebaut. Und hier auch eine CD hingemacht. Also alles, was er an Schaltermaterial an der Stelle hatte, wurde quasi schon drauf gemacht. Hier fehlt noch eine Blende.
Hier fehlen noch die Rahmen, aber das sehen wir alles an der Stelle dann gleich, wenn ich damit durch bin, das alles aufgebracht zu haben, außer in der Küche. Da warten wir dann mit der Sache auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, sonst Kellertür auch beispielsweise. Bloß, dass er jetzt doch so bestellt hatte, dass das eben so zugeht, muss man dann eben aufmachen und den Schalter hier an der Seite betätigen. Badezimmer müssen wir nichts mehr machen. Hier ist alles soweit durch, da kann ich das Licht ausschalten. Ja, und sonst, ja, Küche muss ich auch nichts mehr machen. Die Steckdose, ja, da ist noch eine, wo eine Blende drauf gemacht werden kann. Ja, kann auch ruhig AS500, wenn ich noch was da habe. Dann glaube ich, mache ich da auch. Ah ne, das ist die alte Dose. Da muss er auf jeden Fall noch was haben. Ich glaube, hat er irgendwo weggelegt, die Abdeckung. Ach, das sieht man im Endeffekt sowieso nicht. Da kommt was vor. Deswegen machen wir da die alte Blende drauf und dann ist gut. So, das war's auch schon. Das Ding ist, hier war ja alles fertig. Im Eingangsbereich auch, im Badezimmer auch. Jetzt kam hier der Dreifachrahmen hin. TAE, habt ihr schon gesehen, wie das angeschlossen gewesen ist. Andere Seite war im Außenbereich. Kann ich eventuell ein Bild einblenden, wenn ich es wieder finde. Dass das da auch verkabelt wurde. Stecker ist drin. Wir sind auf jeden Fall online und haben WLAN-Signal. Da oben die Steckdose-Blende, die ist auch am Start. Die geschaltete für die LED-Stripes hier im Flur. Das machen sie dann später. Hier ist auf jeden Fall immer noch. Also ich habe auf jeden Fall richtig abgezählt. Alles gut, dass hier die Schalter-Steckdosen-Kombination im Endeffekt wieder rankommt. Was behalte ich an der Stelle für mich? Bei Paul beispielsweise. Erst nachdem verputzt ist, erst nachdem gestrichen ist, Schalter einbauen. Und nicht einbauen, nochmal spachteln oder nochmal sprühen. Und dann hat man hier Dings dran und um das abzumachen, bröckelt es dann weg und so weiter. Das muss ja nicht sein, deswegen, das ist final, Schalter einbauen. Man kann sogar nach dem Streichen erst die Signaldeckel abmachen und dann ist gut. Des Weiteren, wo sind wir? Ach ja, schön, dass hier jetzt Ordnung gekommen ist. Das lasse ich auf jeden Fall ihm hier. AS500, die ganzen einzelnen, die er geholt hat, habe ich jetzt wieder die Steckdose reingemacht. Und das sind alle, das hier sind alles leere Kartons. Haben wir endlich Ordnung hier. Und das hier nehme ich wieder mit nach Hause. Das sind jetzt noch meine Schalter, meine CD-Steckdosen. Ja, Rahmen braucht er nicht, nehme ich an der Stelle mit. Von CD, die er alle geholt hat. Und sonst sind es noch Schalterblenden, CD-Serienschalter. AS500 ist mir jetzt noch ein Vierfachrahmen übergeblieben. Das war schon fertig. Hier an der Stelle haben wir jetzt natürlich auch die Wechselschalter-Steckdosen-Kombination. Hier haben wir die Vierfachsteckdose. Ich bin auch immer so penibel, auch wenn man das gar nicht für wahrnimmt. Ich achte immer drauf, dass es Jungschriftzeichen, also das Herstellerschriftzeichen, lesbar ist. Hier ist die zweite Zweifachsteckdose. Da hinten haben wir die Vierfachsteckdose. Schön auch, dass alle mit Strom bespeist sind, alle funktionieren. Hier kann man es auch sehen, hat da was angesteckt. Da konnten wir eine einfache einbauen. Hier der Schalter natürlich, die Lampe, die nach wie vor funktioniert. Das war auch schon fertig. Der Kontrollschalter hier auch für die Außenbeleuchtung. Sieht man gerade im Dunkeln nicht. Ist vielleicht auch ganz schön dunkel, das Licht. Ja, naja, es geht. Aber auf jeden Fall funktionieren die. Das sind die Außenbeleuchtungen. Ah, sogar ausgegangen. Hat er bewegungsmeldermäßig nicht erkannt. Wenn ich weiter rausgehe, genau, zack, da schaltet der alle Lampen an per Bewegungsmelder. Naja, da unten die vier Steckdosen haben wir auf jeden Fall drin. Und das hier ist fertig. Das war's auch unten, haben wir alles komplett. Und dann bin ich nach oben. Schalter AS500, wissen wir ja. Da haben wir jetzt hier, habe ich in den Stecker wieder reingesteckt für seine Trommel. Auf jeden Fall Kontrollschalter, Kontrolllämpchen geht.
Und hier geht's auch an. Hab ihn hier nochmal CD-Rahmen und Steckdose hingelegt, damit es einheitlich ist. Können Sie im Endeffekt hier noch verbauen. Dann sieht es auch ganz gut aus. Ja, hier die Schalter-Steckdosen-Kombination. Weiß jetzt nicht, ob die schon fertig gewesen ist oder nicht. Die war auf jeden Fall fertig, die Einfachsteckdose. Jetzt kam hier noch die Dreifach hin. Und auf der anderen Seite haben wir die Dreifach auch. Aber gegebenenfalls, ich habe da abgepustet, weil er hier nämlich die Leisten sich zusägt. Und ja, vermutlich auch hier. Ne, da hat er einen Schneider für Vinyl. Aber die, hier sieht man die ganzen Winkelstücke. Naja, wie auch immer. Dann haben wir hier in dem Bereich, Lampe kommt ja irgendwann neu, wird auch noch ein Update geben auf jeden Fall. Hier die Schalter-Steckdosen-Kombination. Hab ihn auch da einen Stecker wieder reingesteckt, wie es gewesen ist. Hier die beiden Steckdosen. Hier die beiden Steckdosen sind drin. Ja, es wird noch Updates geben, wie die Lampen im Endeffekt aussehen in jedem Raum. Und Keller und Garage sind dann die nächsten Projekte. Hier AS500 Schalter-Steckdosen-Kombi. Dann hier wieder für Bett, CD. So wie der das halt haben wollte. Ihm ist auch egal, dass die Steckdosen jetzt hier nicht AS sind. Aber es schreibt ja auch keine DIN oder VDE irgendwie vor, dass im Haus alle Schalter und Steckdosen von einem Hersteller bzw. von einem Modell sein müssen. Ist ja nichts Sicherheitsrelevantes. Genau. Haben wir hier alles? Haben wir alles. So, dann würde ich an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.